Und ich tut mir leid. Na, es sind halt Weltenbosse, die. Kannst du durchhalten? Durchhalten, worauf? Ah, vergiss es. Tun wir nochmal? Nee. Wie gesagt, das sind so Sachen, die da braucht bei Gruppe. Ja. Alter, und ich dachte, ich hatte den Scheiß ausgeschalten. Hm. You failed. Ja. So. Oh, lass mich sehen. Dabei haben wir sogar in der Nähe noch einen. Naja, was gehen wir denn noch an? Ich wüsste wohl noch eine, noch, wer es gar ein Gebäude oder Ding, so eine Dungeon ist. Ja, sag. Dafür müssten wir zum Tal der Geisterschlange uns teleportieren. Tal der Geisterschlange? Zeige ich den Weg. Moment, wo ist das? Tal der Geisterschlange. Ah, ich hab schon. Der Wegschrein zum Tal der Geisterschlange. Wir stehen neben einem Wegschrein, ja. Bevor ich teleportiert. Au. Ich finde den Wegschrein jetzt gerade nicht. Der ist direkt links. Der zweite Wegschrein von dem, wo du gerade bist. Links davon. Zwischen Grabenfeste und dir ist er. Kramfeste. Ah, da. Ja, du verdeckst mir ja die Sicht drauf. Ja. So. Muss ich darauf zu wirklich was sagen? Immer auf die Kleinen. Immer auf die Kleinen losgehen. Ach, da ist ein Gewölbe, ich sehe schon. Na, mal gucken, was wir da drin finden. Zeug! Zeug! Loot und Miezen! Loot für Miezen! Nein, aber wirklich nicht. Aber wirklich nicht. Loot und Miezen! Wer nicht Alchemie beherrscht, der darf nicht mitreden! Ich beherrsch doch Alchemie. Und was mit der alchemistischen Matheaufgabe? Ah, da begleitet uns wieder jemand. No. Der ist aber ein bisschen stärker als wir. Ob er sich hier dagegen auskennt?
Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Zu spät. Fehlt nur noch ein Boss. Ja. Fuck, verdrückt. Egal. Da. Du musst kämpfen, wenn du so an. Gut bleiben musst. So, jetzt muss ich euch nur wieder finden. Da hinten seid ihr schon. Der Boss müsste eigentlich hier. Ah, da ist der Boss. Hat sie den Boss zeigen. Ach, guck. Guck. So, abgeschlossen. Suppi, jetzt bin ich schon wieder überladen. Mal wieder. Warum macht man denn sowas? So. Also irgendwo wieder nach draußen. Wo bist du? Da hinten. Ich stehe da. Mit dem Plus. Na raus. So, geh mal. So, wir sollten definitiv wieder verkaufen gehen. Sollten was? Ich sollte wieder verkaufen gehen. So, ja.
Sollen wir noch einen Wegpunkt suchen oder? Wir haben noch knappe 11 Minuten, also. Dann schaue ich mal, was ich finden lässt auf die Schnelle. Besser gesagt, ich brauche auf jeden Fall mal einen Händler zwischendurch. Oh, ich habe tatsächlich eine gefunden. Sogar interessanterweise ziemlich schnell. Ist sogar nicht einmal so weit entfernt. Oho. Da können wir dazwischen im Geistertal, im Tal der Geisterschlange handeln, wenn du möchtest. Okay, ja. Wie gesagt, ich habe gerade wieder zu viel. Du musst ja nicht immer alles mitnehmen. Ja, aber es ist so viel Gold. Ja, würde ich nicht laufen können, hättest du mich auch liegen lassen. Und ich bringe so viel Gegner ein. Um. Ein, die Gold bringen. So, hier müsste irgendeiner von denen ein Händler sein. Bist du Händler? Nein. Ah, da vorne. Hab den Händler. Yay, Händler. Handel, Handel. Unser Bestand ist ein bisschen geschwächt. So. So, wieder ein bisschen. Also gehen wir weiter. Ja. Und zwar in die Richtung. Bist du noch da? Ja, ich reite gerade hinter dir her. Okay. So, und zwar an dem Boss vorbei. Und an dem Viech vorbei. Jetzt müsstest du sie schon sehen können. Die drei Kreismine. Eine Mine, drei Kreismine. Ah, mein Charakter backt gerade rum. Das ist nicht gut. Ja. Okay, das ist nicht gut. Was denn? Na, den Elite-Gegner wollte ich jetzt nicht triggern. Unbedingt. Warum läufst du auch zu ihm? Hey. Das war ein Boss, das war der Boss wahrscheinlich. Der Weltenboss, ja. Ja, auf Weltenboss, das ist so. Ja, ich bin schon da. So. Zahlt sich noch aus, die durchzukämmen?
6 Minuten haben wir noch. Das könnte knapp werden. Machen wir ein bisschen Überlänge. Wir haben mehr Zeit. Corona sei Dank. Ach Gott. Ich hoffe nur. Er hat es gesagt. Ich hoffe jetzt nur, dass dieser. Ich weiß nicht, warum meine Fähigkeiten auf einmal geblockt waren. Ich konnte mich gegen dieses eine Viechert nicht wehren. Weil mein Charakter gespackt hat und ich weiß nicht warum. Ja, oder du hast einen Buff bekommen. Debuff meinst. Ja. Gesundheit. Ich danke. Bist du schon drin? Ja, ja. Aber ich bin auch im Ladebildschirm. Oh. So, bin schon da. Ja, zumindest jetzt geht's wieder. Kann aber sein, dass meine Ausrüstung zu stark beschädigt ist, dass das jetzt deshalb nicht funktioniert hat. Dies beeinflusst nicht deine Fähigkeiten, sondern nur deine Verteidigung. So. Heißt das, es ist wieder ein Questgeber da? Ja, das ist er. Wir müssten ihn irgendwo ansprechen können. Nein, da müssen wir einmal drum herumlaufen. Guck mal. Ein Fertigkeitspunkt. So, das heißt, wir müssen wieder irgendwas an irgendwem übermitteln und überbringen. Tatsächlich, ja. Wo stehst du? Achso. Da. Danke. Ich warte beim Eingang auf dich. Und weine, dass du es nicht geschafft hast. Und werde dort den Leuten sagen, ich muss den Gaming Dragon zurücklassen. Er hat es zwar geschafft, aber ich habe ihn zurückgelassen. Ah, da bist du. Ich bin glücklich, dass du überlebt hast. Mein Glück. Haben wir jetzt tatsächlich diese Mine erledigt? So schnell wieder? Ja, waren ja auch genug Spieler da. Was? Fast 5-6 Spieler waren da. Ja, ich hab's eh gesehen. Das war ja wieder. Das war jetzt ein Durchmarsch quasi. So ein. Ist erledigt. Ich kann dir sagen, diese Höhle zu machen hat mindestens die zehnfache Zeit gedauert. Es regnet. Es regnet. Das ist deine Schuld. So. Dann verbessern wir mal wieder was. So.
Ja, damit würde ich mich verabschieden, weil eigentlich, wir können nur zum letzten Dungeon laufen, würde ich sagen. Ein Dungeon fehlt uns ja Ja, noch. dafür muss ich doch zuerst mal finden. Dorthin könnte man noch laufen. Das wäre noch im Part drin. Ich habe nur Glück, dass ich die so schnell gesehen habe. Warte mal. Widerstand. Wir laufen zu einer Aussichtsplattform. Was meinst du? Wäre es nicht auch was? Erforsche zu. Ja, wir können das auch noch machen, ja. Zu einer Aussicht, zu einem Aussichtspunkt laufen. Weil ich sehe nämlich den Punkt. Ja, und dein Handy mag mich auch schon nicht mehr. Ja, aber wir können ja noch. Den Anker haben wir, glaube ich, auch schon gemacht. Ja, den Anker haben wir auch Ja. gemacht. Dann wissen Sie was, folgen Sie mir. Gut. Ich bin heute Ihr Tourguide. Dann Ich werden wusste wir. natürlich extra, immerhin werden Sie von der Magonia geführt. Also, ich präsentiere Ihnen auf der linken Seite ein Baum und Felsen mit Pilzen Wow. und auf der rechten Seite ein scheiß Wetter. Wow. So ein schlechtes Wetter sieht man nicht alle Tage, meine Freunde. Ja. Also, Moment, passt hier. Jetzt springen wir einer Klippe hinunter. Und still. Ich kann dich wiederbeleben, wenn du unten ankommst. Warte, ich mach das schon. Gib mir einen Moment. Sehen Sie, Ihr Tourguide belebt Sie sogar wieder. Einen Moment. Ich muss nur kurz, was steht der Geist, der Heilige. So. Also nicht jeder Tourguide kann das. So. Ich hätte es jetzt aber auch gekonnt. Egal. Ich tue die sowieso immer aufladen. Achso, ja, da sehen Sie die Händler, die wir von der Geisterschlange gerettet haben. Von Eisen. Und hier sehen Sie die Aussichtsplattform, zu der wir jetzt kommen. Oh. Naja, das Schrein des heiligen... Nikolaus. Jetzt habe ich zuerst Rims gelesen. Rims. So. Eine tote Netschkuh. So, damit haben wir das auch erreicht. Naja, während Lunk noch ein bisschen ihr lootet, verbleibe ich mal als euer Gaming Dragon mit dem meisten Feuer für diesen Part. Beim nächsten Mal werden wir uns das letzte Dungeon anschauen. Schauen, was uns noch so alles ein Aussichts. Vielleicht finden wir sogar noch den eine Aussichtsplattform, die uns noch fehlt. Da weiß ich wirklich. Da weiß ich wirklich wo. Was passiert Aus, jetzt wirklich? außerdem sehe ich gerade, wir haben auch noch ein Gebiet in der Nähe, was wir Ja, das Lagerfeuer-Ding. das Luxus-Marade des Nix. Das ist gleich in der Nähe vom Weg vom Gramfeste. Das ist noch so ein schwarzes Häuschen, Gabäuschen. Da können wir uns auch noch hinbegeben. Okay. Ach du, Villa, Ja. du kannst diese Hütte kaufen und vermieten. Ach so, das ist Und eine jetzt? Kaufhütte. Ja.
Na gut, dann haben wir noch eine Quest zum Abgeben. Ein Lagerfeuer haben wir auch noch in der Nähe im Gebiet. Aber das, wie gesagt, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Danke an dich, lieber Lunk. Und ich verbleibe als euer Gimmick-Dragon mit dem heißen Fario für diesen Part. Baba und ciao. Hallo, meine lieben Freunde, das war's von The Elder Scrolls Online. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr bleibt mir gewogen mit dem Abo, einem Daumen rauf und mit dem Aktivieren der Glocke. Unten in der Videobeschreibung der liebe Lunk verlinkt. Nehme ich auch wieder Danke fürs Mitmachen. Und ja, um hier wieder mich zum Abonnieren, hier könnt ihr mich, ups, hier sind zwei Videos. Das letzte, was ich hochgeladen habe, das andere, das was der YouTube-Algorithmus meint, es könnte euch interessieren. Und ich verbleibe als euer Gaming-Dragon mit dem heißen Fario für diesen Part. Baba und ciao.